Einsatz in die Hände gekriegt. Wer immer das war, er wollte diesen Lieferwagen wirklich loswerden. Meine Leute haben das schon mal überprüft. Er wurde heute Morgen vor einer Mall in Baltimore gestohlen. Ihre Leute? Ich habe alles delegiert, so erledige ich die Dinge. Alles hier war sorgfältig durchdacht. Das Land gehört einem Papierhersteller. Kein Straßenverkehr, keine Spaziergänger. Wer hat ihn gefunden? Eine Feuerwache, 30 Kilometer entfernt, hat den Rauch entdeckt. Als die Mannschaft hier ankam, war nicht mehr viel übrig. Nach dem, was von den Röhrenknochen übrig geblieben ist, handelt es sich um einen Mann. 1,80 groß, athletischer Körperbau, des Gebisses durch die extreme Hitze beschädigt. Aber der Schneidezahn deutet darauf hin, dass er ein Weißer war, wahrscheinlich um die 40. Wirklich gute Arbeit, Aster. Haben wir schon eine Todesursache? Noch nicht, aber ich vermute, dass die hier an seinem Bein geschmolzene Waffe was damit zu tun hat. Scheint eine Shield 40 zu sein, aufbewahrt in einem Knöchelhalfter. Sieht nach einem Profi aus. Aber was ist das? Wieso ist es nicht wie alles andere verbrannt? Naja, das ist Titan, Aubrey. Das ist vermutlich ein Zehenschutz für einen Spezialstiefel. Was hat der Kerl nur vorgehabt? Er hatte das allerbeste Equipment. Doch leider hat es ihm nicht viel genützt. Das Zeug hier ist fantastisch. Es wurde für die Hausisolierung erfunden, doch es kann so gut wie für alles genutzt werden. Ja, faszinierend. Geht das auch etwas schneller? Wow! Hab Geduld, mein Freund. Sag ich dir, wie du deine Knochen untersuchen sollst? Nein, und dafür bin ich dir dankbar. Dass du das geschafft hast, ohne die Überreste zu beschädigen. Dank nicht mir. Dank dem Schaum. Mir reicht's, wenn ich dir danke. Fertig? Weiter als Asche. Die Hitze war so groß, dass das Hirn verdampft ist. Diese Fissur an der Kranznaht wurde durch entwichene Gase verursacht. Ich kann also nichts von den Überresten gebrauchen. Nein, das ist alles für mich. Aber ich krieg das hin. Ich weiß. Angie, alles okay? Ich habe die Seriennummer von der Waffe gecheckt, die Waffe, die ihr an der Leiche gefunden habt. Hast du einen Namen? Ich konnte es erst nicht glauben, aber es passt zu allem, was ihr gefunden habt. Das Alter und das Geschlecht, Körperbau, einfach alles. Es ist seine Waffe. Wessen Waffe? Von Booth.